Willkommen im Lager. Ja, willkommen zurück. Wir stehen hier vor Margolott und wollten mit ihr darüber reden, dass wir den Schattenlord der Zwietracht besiegt haben. Wir haben Bones dabei, den werde ich aber bald wieder austauschen, weil er mich jedes Mal wieder anquatscht mit: Wird es mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Aber gut, erstmal mit Margolott reden und... Der Schattenlord der Zwietracht zwischen dir und den Menschen ist vernichtet. Ist das wahr? Sollte ich nach all der Zeit einen so schwerwiegenden Fehler begangen haben? Ja. Der Herr der schwarzen Krieger, die dein Leben bedrohen, ist weg. Es gibt keinen Grund mehr, die Menschen auf Kila zu bekämpfen. Du hast eine große Tat vollbracht. Nicht schlecht für einen Menschen. Ich werde dir glauben. Doch das wird nicht viel ändern. Meine Kinder sind da draußen und sie werden Beute machen. Einmal auf der Jagd sind sie nicht mehr zu bändigen. Damit werden wir schon fertig. Dann sei es so. Die alte Margolott wird wieder das Orakel für die Menschen sein. Wie in all den Jahren zuvor. Sehr gut. Hilf mir bei meinem Geisterritual. Ich brauche deinen magischen Schild. Du kannst dir meines Dienstes gewiss sein, kleiner Mensch. Bring deinen Zauber zu mir. Ich werde hier alles für dein Ritual vorbereiten. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Oh, Bonesy. Was zappelst du so nervös? Ah, okay, ich kann nicht mehr mit ihr reden. Okay, wir brauchen für das Geisterritual auch... Also nicht nur Eldrick und Shani, die wir schon rekrutiert haben, sondern uns fehlt ja auch noch Zacharias. Zacharias ist ja immer noch auf Taranis, also dürfen wieder zurück nach Taranis mal wieder. Und müssen ihr noch bei seinem Reaktorproblem helfen, das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Ja, dann stechen wir mal in See und Taranis mal hier, die Donnerinsel. Dann erstmal da wieder hin. Und dann hoffe ich mal, dass der gute Zacharias mit uns mitkommt. Ich bin nämlich mal gespannt, was der nämlich noch von uns will. So, Bones, du bleibst diesmal hier, denn du gehst mir auf den Wecker. Ich nehme einfach mal... Wen nehme ich denn mit? Komm, Horas, du hast dich gut bewährt. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Ich habe schon zu viel vom Schattenreich gesehen, um Angst davor zu haben. Stimmt, wir wissen ja, dass es danach weitergeht, nicht wahr? Trotzdem hoffe ich, dass du bald wieder unter uns Lebenden weilst, mein Freund. Denn Horas hat sich bewährt. Der ist nicht nur ein cooler Magier, der mich irgendwie an Milton erinnert, sondern der sagt auch intelligente Sachen. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristallen suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Die Eisenbucht Calador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Calador sogar Gräber plündert. Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist?
Ey, dieser Pirat hier, der sich da durch die... Warte mal, ich musste mal gerade hier... Ruckel dich mal da durch. So, jetzt kann ich hier wieder vernünftig mit Horas reden. Boah, der hat mich ja aufgeregt. Gegenfrage. So, wo können wir nämlich hin? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja, das ist eigentlich auch eher so eine Aufgabe, die macht man eigentlich eher früher im Spiel. Vor allem, wenn man wirklich Interesse daran hat, bei den Wächtern zu sein, beziehungsweise, nee, das ist auch Quatsch. Wenn man einfach ein bisschen was für die Magier questen will, die ist nicht wirklich relevant, die Aufgabe. Mal schauen, ob wir die noch abschließen können. Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Okay, kann ich mir jetzt Bergkristall nochmal geben? Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Okay, das hat er jetzt ein bisschen unheimlich gesagt, als würde der uns etwas andere Dienste noch anbieten wollen. So, gut, gebe ich dir einen Bergkristall. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Oh, ich krieg so Jadesteine dafür. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Komm mit. Wie du willst. Gut, Horas nehmen wir wieder mit und dann teleportiere ich mich aber zu... Moment, ich muss ja erstmal die Quest auswählen. Rekrutiere Zacharias, der Reaktor auf der Karte markieren. So, ich muss anscheinend mit Erasmus reden. Dann kocht er wieder ein schönes Süppchen für uns. So, hier sind wir wieder oben. Und Horas. Da freut er sich bestimmt wieder, bei seinen Leuten wieder zu sein. Ja, ich mag diese Fraktion sehr, die Wächter. Die Wächter sind schon cool. Zum Magnus muss ich nicht mehr reden. Können wir den Reaktor jetzt starten? Warum nicht? Ich habe meine Forschungen abgeschlossen und die Monolithen sind bestückt. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich denke, du willst bei dem Schauspiel dabei sein, oder? Natürlich. Klar. Dann folge mir. Wir haben schon genug Zeit vertan. Ja, da freut sich Horas bestimmt auch, dass er den Reaktor sehen kann. Mal wieder. Ich habe alles vorbereitet. Der Reaktor müsste jeden Moment starten. Jetzt müssen wir nur noch warten und schauen, was passiert. Wow. In der Tat. Das ist überwältigend, nicht wahr? Ich muss sofort herausbekommen, wie stark wir den Energiefluss belasten können. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Was? Du musst dich wieder deinen Studien widmen. Ja, richtig. Also... Ah, ich sehe, Meister Erasmus hat es geschafft. Oh ja. Das ist schön. Der Reaktor funktioniert. Ja, Erasmus ist schon ein Teufelskerl. Ich bin Zacharias, der Schirmherr dieser Kolonie. Und wen haben wir hier? Was kann ich jetzt sehen? Sagen. Kann ich alle vier Sachen sagen oder darf ich jetzt nur eine Sache sagen? Kann ich jetzt sagen, ich habe die Monolithen aktiviert? Ich habe die Monolithen aktiviert. So, du bist also Erasmus Beauftragter, ja? Könnte man so sagen. Ah, ja. Dann bist du der Mann, von dem sie hier alle reden. Mir wurde schon von deinen Taten berichtet. Du bist der Pirat aus Antigua. Deine Informanten arbeiten gut.
Du hast einen weiten, beschwerlichen Weg hinter dir. Was führt dich hierher? Ich hoffe, bei euch Magiern Hilfe zu finden. Hilfe? Wofür? Ein Schatten hat mir meinen Geist gestohlen. Und ich bin nicht bereit, ihn einfach kampflos aufzugeben. Es gab eine Zeit, wo wir Magier den Glauben an die Götter verkündeten. Das Wohl aller Lebewesen im Sinn und den Glauben an das Gute im Menschen in unseren Herzen. Diese Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Es ist an uns, sie zu ihrem Glück zu zwingen. Heute beschäftigen wir uns nur noch wenig mit so etwas wie Glaube, Geister oder Unterwelt. Wir beschreiten einen weitaus pragmatischeren Weg. Wir werden mit der magischen Kraft der Kristalle das Land wieder von den Titanen befreien. Alles, was euch blieb, ist also der Krieg? Nein, natürlich nicht. Uns blieb unsere Arbeit und die Macht der Kristallmagie. Wir müssen mit aller Macht versuchen, die Geheimnisse der Kristalle dieser Insel zu entschlüsseln. Erst wenn wir ein wirksames Mittel gegen die Macht der Titanen haben, können wir das Land wieder zurückerobern. Und wie sieht das aus? Der Reaktor liefert genug magische Energie, um Berge zu versetzen. Seine Aura wird nicht nur die Titanen zurückdrängen. Er wird auch jedes magische Werkzeug, das je gebaut wurde, mit Energie versorgen und aktivieren können. Magisches Werkzeug? Wir haben hier auf Taranis ein mächtiges Bauwerk einer unbekannten Kultur gefunden. Es scheint die magische Energie dieser Insel auf seine eigene, bizarre Weise zu absorbieren. Wir haben den Zweck dieser Apparatur noch nicht ergründen können. Doch hätten wir nun durch den Reaktor die nötige magische Kraft, es zu aktivieren. Hört sich interessant an. In der Tat, das ist es. Meine Forschungen sind jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Kann ich mir dein geheimnisvolles Bauwerk einmal ansehen? Nun, wo der Reaktor läuft, bin ich kurz davor, meine Arbeit zu vollenden. Es kann nicht mehr viel schiefgehen, also kann ich es dir auch ruhig zeigen. Ja, bitte. Folge mir. Die meisten glauben nur das, was sie sehen. Kann ich ihnen nicht verdenken. Ja, das ist wahr. Die Menschen sind schon genug gebeutelt worden. Da ist es schwer, noch Hoffnung zu finden. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir zurückschlagen werden. Okay. Ich kann ja mal ein bisschen was plündern, was der hier so liegen hat. Scheint ihn nicht zu stören. Und ich weiter! Ja, okay. Entschuldigung, der Herr. Oh, der hat ja einen Truthahn. Oh. Heilige Scheiße. Tja, wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Warum zögerst du? Sag mir jetzt nicht, dass ihr mit den Schatten unter einer Decke steckt. Den Schatten? Was redest du da? Sieht das da etwa aus wie ein Gebäude einer vergangenen Kultur? Was denn? Du hast eine solche Höhle schon einmal gesehen? Allerdings. Und was sie beherbergte, war alles andere als freundlich. Ich weiß nicht ganz, wovon du da sprichst. Was ist dann deine Erklärung dafür? Wir haben schon viele Deutungen dieser bizarren Feldstruktur diskutiert. Doch war bisher keine davon wirklich schlüssig. Sind euch denn keine Schatten begegnet in dem Ding da? Schattenwesen? Hier oben? Nein, sie kommen über den Seeweg. Am Ende einer solchen Höhle stand bisher immer ein Portal aus reinem Kristall, das direkt in die Unterwelt führt. Es ist der Zugang aus dem Schattenreich in unsere Welt für die Armee der Finsternis. Nein. Das kann nicht sein. Das ist Wahnsinn.
Du hast eins dieser Portale in dieser Höhle da gefunden, nicht wahr? Das ist, ja. Ich habe eine große Kristallapparatur gefunden. Es ist das Objekt meiner Forschung. Ach, Harry Zacharias, da bist du schon so weise und dann machst du sowas. Du weißt aber hoffentlich schon, dass das Ding gefährlich ist. Ein Wahnsinn. Wenn es stimmt, was du sagst, dann ist dieses Portal noch nicht aktiv. Ich muss das sofort prüfen. Wenn du recht hast, wäre das ein großer Durchbruch für uns alle. Jetzt ist nicht die Zeit für deine Forschung. Wir müssen es aufhalten. Geh du vor in die Höhle bis zum Kristallportal. Ich werde dir später folgen. Warte, wo willst du hin? Ich muss erst eine meiner Schriften konsultieren. Wir sehen uns später. Ach, jetzt aktivier das Ding nicht aus Versehen irgendwie. So, wir gehen nämlich jetzt einfach rein und machen es kaputt. Das richtet doch nur Schaden an. Ja, da kommt ein Truthahn raus. Okay, die Schergen kommen also wahrscheinlich getarnt als Truthähne hier raus. Ja, ja. Ich ball dich im Auge, Truthahn. Okay, dann schau ich mal. Ich gucke einfach mal, dass ich das Ding schnell kaputt krieg hier. Okay, und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Warum sind hier denn Spinnen drin? Die müssen doch Schergen sein. Und wenn Zacharias hier forscht, wird hier gar nichts mehr drin sein. Das heißt, alles, was hier jetzt ist, muss aus dem Portal gekommen sein. Oder Zacharias hat einfach immer geschafft, die Spinnen nicht zu wecken. Das ist ein... Nee, das ist keine Sackgasse. Hier geht's ja tatsächlich noch runter. Ui, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht, dass ich da irgendeinen Weg zum Strand finde. Oh, ein Eisengolem. Eisengolems sind, wie wir wissen, resistent. Ich greife an! Da hat er echt Horas umgehauen. Ja, epische Schlacht, genau. Deswegen hatte ich Horas nicht mehr mitgenommen, weil er das nur noch gesagt hatte. Aber gut, ich brauche anscheinend irgendeinen Heilzauber, wirklich. Aber bis jetzt habe ich sowas nirgends gefunden bei den Kieler. So, oh, Zacharias ist schon da, okay. Ich mache das Ding jetzt kaputt. Hm. Das ist tatsächlich ein inaktives Kristallportal. Das ist tatsächlich... Ja, okay, das weiß ich, aber ich wollte es jetzt kaputt machen. Dann muss ich wahrscheinlich echt mit Zacharias vorher reden. So, du bist also schon hier. Natürlich, ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Schon gut. Ich bin ja jetzt hier. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Warum sollten wir das wollen? Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Gut, jetzt versuchen die über den Seeweg Taranis zu erobern, ja?
Oder darum habt ihr keine Stärken Unterwelt angetroffen. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher. Ja, Moment, das ist ja beides wahrscheinlich, aber... Ach komm, ich sag einfach mal das Erste. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut, dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Oh, das gibt doch bestimmt einen Schattenlord, oder? Genau, mach erstmal deine DJ Bobo Tanzmoves. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Muss ich da jetzt echt rein? Oh je. Was mache ich hier eigentlich? Was soll's? Wird schon schief gehen. Das glaube ich nämlich auch. Wer ist denn das da? Was ist hier los? Das ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Tao, ist das nicht auch der gewesen aus Risen 2? Was? Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger. Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor es für dich zu spät ist. Wer bist du? Ich bin Tao. Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du. Ein Reisender zwischen den Elementen. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Ja, den haben wir ja auf der Insel der Toten im zweiten Teil getroffen. Du kommst von der Insel der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute ist sie nur noch leeres und totes Land. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, Grenzgänger. Trotz allem, was mit dir passiert ist. Bist du stark und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Ja, wollen wir doch mal hoffen. Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen. Zerstöre die Kristallportale der Schatten. Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Das lag irgendwie auf der Hand. Okay. Wo ist mein Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre... Ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Okay.
Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Das kannst du tun. Doch das Portal ist ein Werkzeug der Schatten. Du würdest dabei großen Schaden nehmen und dein Körper würde sterben. Du musst einen sicheren Weg finden, dich mit deinem Körper zu vereinen. Oh, jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, was er gesagt hat, weil ich hier gerade niesen musste. Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte, ich höre einen Schattenlord. Oh. Er hat uns entdeckt. Schnell, du musst... Oh je, kommt jetzt hier der Schattenlord. Kann ich das Ding wieder zerstören jetzt, endlich, oder? Nein, jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich wieder mit Zacharias reden. Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Es kommt mir vor, als wären das nur Minuten gewesen. Was hast du gesehen? Das Portal muss sofort geschlossen werden. Das kann ich nicht mehr. Es ist jetzt aktiviert. Nein. Du warst also wirklich im Reich der Schatten? Ja, aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Ja, da sind sie auch schon. Da ist schon die ganze Crew da. So, der Flächenangriff tut's halt wirklich. Oh. Ja, ich brauche wieder was zum Heilen. Oh, ich habe einen Grog noch. Ja, super. Wow, toll. Jetzt habe ich direkt schon wieder genauso viel Schaden genommen. Ja, kann ich halt jetzt nur versuchen, den Schattenlord aus der Distanz zu erschießen. Wow. Das ist uncool. Ich glaube, der tötet mich gleich. Schnell rollen. Oh, er ist tot. Okay. Okay, hab ich irgendwas? Proviant. Ich habe zweimal Proviant da. Na gut, das bracht jetzt nicht so viel. Kann ich mich noch irgendwo mitheilen? Mit goldklärender Schädelblüte. Nehme ich mal die Schädelblüte. Komm. Was? Kann ich nicht hier reinhauen? Kann ich nur so benutzen. Okay. Ja, gut. Ein verdammter Schatten. Das Dämonenvieh steht nicht mehr auf. So. Das haben wir weggebolzt. Und richtig so. Ja, danke. So, jetzt einfach mal zerstören. Oh Mann, da bin ich schon sowas wie ein halber Magier und brauche trotzdem viel mehr Heilutensilien, als ich gedacht hätte. Ich habe leider nicht diesen Heilzauber, den die Wächter haben. Der ist schon sehr cool von denen. Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich fürchte, wir müssen uns nun um die Bedrohung durch das Schattenreich kümmern. Ich hätte nicht geahnt, dass die Schatten mit solchen Mitteln agieren. Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Oh ja. Das Kristallportal auf Taranis ist vernichtet. Das ist auch gut so. Ich bin froh, dass du unser Portal ins Reich der Schatten wieder schließen konntest. Ich hatte schon befürchtet, dass sich die Schatten über ganz Taranis ausbreiten. Gut gemacht, mein Junge. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Ja, deine Arbeit ist erledigt, Junge. Deine Arbeit hier ist erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Oh ja.
Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Eldrick, der Druide, ja? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll, und ich werde da sein. Auf Kila. Das Geisterritual soll auf der Insel Kila stattfinden. In einer, sagen wir mal, sehr exotischen Spinnenhöhle. Spinnenhöhle? Na, was auch immer. Eldrick wird schon wissen, was zu tun ist. Ich mache mich sofort auf den Weg, sobald ich hier noch ein, zwei Dinge erledigt habe. Wir sehen uns auf Kila, mein Junge. Ach ja, und sage Neron auf der Galeere, dass er dich auf dem Meer ab jetzt unterstützen soll. Okay, ach, Neron ist jetzt auch in unserer Flotte. Also wir haben die Magier jetzt auch... Ja, die haben sich uns angeschlossen quasi. Alles klar, gut, dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Zacharias ist... Ja, der ist auf dem Weg nach Kila. Der Reaktor funktioniert und alles super. Jetzt müssen wir noch die anderen dazu holen und dann können wir das Ritual vollführen. Dann bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf!